Herzlich willkommen zu Fun and Drive, dem Automagazin mit Weitsicht. Autowerbung muss ab dem 1. März einen der drei Hinweise enthalten. Kurze Strecken zu Fuß gehen oder das Fahrrad nehmen. Im Alltag den ÖPNV nutzen. An Fahrgemeinschaften denken. Bei Bildanzeigen mindestens 7% der Fläche. Im Radio direkt danach verlesen und im TV eben gut lesbare Schrifteinblendung. Und das alles natürlich auf Französisch. Denn in Frankreich wurde diese Idee zur Klimarettung jetzt zum Gesetz. Nicht in Deutschland. Jedenfalls noch nicht. Aber wir würden 3000 Ärzte und Apothekerhinweise darauf verwetten, dass auch wir bald über diese völlig neuartigen Alternativen zwangsinformiert werden. Dann lieber doch ein Elektroauto. Korrektes Gendern einmal anders. Die Combo, das ist eine kleine Kapelle für Tanzmusik, wohingegen der Combo von Opel ein Kastenwagen ist. Dieser Hochdachkombi ist ein beliebtes Raumwunder auf Rädern. Viel Platz, großer Nutzwert und das zu einem erschwinglichen Preis. Nun gibt es auch noch den Antrieb zur beschworenen Verkehrswende dazu, also die Stromkombi bzw. den Stromkombo. Der offizielle Name ist Combo E, aber wir sind eh schon nach den ersten Kilometern überzeugt, was die Fahreigenschaften und das Fahrgefühl betrifft. Er ist leise. Was bei solch einer Gattung besonders auffällt. Er sprintet flott los, dank 260 Newtonmeter elektrisch erzeugten Drehmoments. Er lässt sich spielend leicht lenken und das Fahrwerk ist für diesen Mix aus Lieferwagen und PKW gut abgestimmt. Man kommt mit allem gut zurecht und fühlt sich fast wohl in diesem Kastenwagen. Denn er hat alles an Technik im Angebot, was in einen modernen PKW reingehört. Kollisionswarner mit automatischer Bremsfunktion, Spurhalteassistent, Fußgänger- und Verkehrsschildererkennung bis hin zum Abstandstempomat ist alles an Bord. Klimaanlage und Wärmeschutzverglasung sind sogar ab Werk dabei. In unserem Modell sind zusätzlich noch etliche USB-Anschlüsse verbaut, sodass sich Smartphone oder Tablets unterwegs einfach aufladen lassen. Das ist hilfreich, solange das Auto selbst an der Ladesäule hängt und es währenddessen um das sinnvolle Nutzen der Wartezeit geht. Und die gibt es leider viel zu oft, vor allem auf langer Strecke. Offiziell gibt Opel den Verbrauch mit 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Die damit von Opel errechnete maximal mögliche Reichweite von 280 Kilometer haben wir trotz aller Ladetricks bei diversen Versuchen nie in den Akku reinbekommen. Das ist aber nur der eine Teil des Problems. Gerade bei sogenannt normalem Fahrstil, also mit kleineren Sporteinheiten dazwischen, schmilzt die Reichweite der Batterie gefühlt doppelt so schnell dahin wie erwartet. Beziehungsweise nicht nur gefühlt. Von 200 Kilometer angezeigter Reichweite sind nach gefahrenen 50 Kilometer schon 100 in der Anzeige weg. Wohin? Wissen wir nicht. Vielleicht zurückgeflossen in den Pool der E-Euphorie. Gerne haben wir natürlich auch bei winterlichen Außentemperaturen die Option genutzt, den Wagen per Timer vor Fahrtbeginn vorzuheizen. Doch das geht ihm offensichtlich mächtig auf den Akku. Schade, denn dieser nicht richtig vorhersehbare Verbrauch und seine Aerodynamik machen den Combo E leider etwas unberechenbar. Denn rein ginge einiges. Insgesamt kann er 597 Liter en passant mitnehmen. Wo es viel Ladung und wenig Passagiere gibt, lässt sich der Laderaum auf 2126 Liter vergrößern. Wenn das nicht reicht, er kommt mit einer stabilen Dachreling daher, mit den passenden Dachständern lässt sich da auch noch Sportgerät aller Art oder sperriges Heimwerkermaterial wegschaffen. Angetrieben wird das Gefährt von einem 100 kW E-Motor an den Vorderrädern. Damit ist er unseres Erachtens nach genau richtig motorisiert. Die Kraft reicht völlig aus für das Fahrzeug. Außerdem macht der hier mit dem angemessenen E-Antrieb auch bei seiner Ökobilanz den Strahlemann. Zudem zahlt es sich aus, dass der Combo E von Hause aus an der schnellen 100 kW Gleichstromstation geladen werden kann. Inzwischen gibt es sogar an normalen Tankstellen Stromzapfsäulen, auch wenn das noch eher selten der Fall ist. Allerdings sind auch hier die angegebenen 30 Minuten Ladezeit für 80% ein eher theoretischer Wert. Das kann auch schon mal 2 Stunden dauern. An 11 kW Ladesäulen braucht es 5 bis 6 Stunden, bis der Akku wieder ganz voll ist.
Deshalb ist der Elektro-Kombo besonders sinnvoll, wenn er viel in der Stadt auf kurzen Strecken bewegt wird und ein zuverlässiger Ladepunkt stressfrei erreichbar ist. Aktuell gibt es den Kombo E ab 28.530 Euro mit abgezogenen 9.570 Prämie. Unser sehr gut ausgestatteter Ultimate Life Testwagen liegt im Basispreis bei 42.500. Mit Panoramadach und ein paar weiteren Extras kommt er am Ende auf 48.500. Mit den Umweltboni also bei knapp 39.000.